Herzlich willkommen zum fünften Teil der Serie Die 12 größten Fehler beim Businessplan. Heute geht es um das Thema des Wettbewerbs. Also welche großen Fehler werden in Bezug auf den Wettbewerb bei der Erstellung des Businessplans gemacht? Mir ist eine Kundin bekannt, die einen Businessplan abgegeben hat zur Finanzierung und die Begründung hatte, dass sie den Standort dort ausgewählt hat, weil dort wenig Mitbewerber seien. Der Sachbearbeiter, der den Vorgang und den Businessplan gelesen und bearbeitet hat, hat sich einmal bei Google rangesetzt und recherchiert. Und siehe da, direkt am Standort waren 12 weitere Mitbewerber mit einem Kosmetiksalon. Hier hat die Gründerin ihre Hausaufgaben nicht gut gemacht und deshalb eine Ablehnung bekommen. Das bedeutet also, wenn du ein standortgebundenes Geschäft hast, bist du eingeladen, deine Mitbewerber am Standort auch zu sondieren, zu analysieren und vor allen Dingen auch zu überprüfen, was dich so anders macht, weshalb die Kunden zu dir kommen sollen. Das Gleiche aber gilt es genauso im Online-Geschäft abzubilden, also im E-Commerce-Bereich. Denn wenn du auf einem Keyword ranken willst, egal ob du Google-Seite 1 positioniert haben willst oder bei Google Ads dein Budget investierst, ist es zwingend erforderlich zu gucken, was deine Mitbewerber tatsächlich an Budgets investieren, wie hoch der Klickpreis ist und wie hoch das Suchvolumen tatsächlich der Kunden ist. Also informiere dich genauso gut, wie es ein Angler tut, wenn er angeln will. Er sucht sich auch nicht den See aus, wo keine Fische drin sind, sondern wo viele Fische drin sind. Das bedeutet also übertragen, such dir Standorte offline aus, wo auch eine hohe Zahl von Kunden vorbeilaufen, die deine Zielgruppe sind. Im Online-Bereich bedeutet das wiederum, dass du dich dort positionierst, wo ein hohes Suchvolumen ist oder wo du eine Nische gefunden hast, wo wenig Mitbewerber unterwegs sind. Aber zur Wettbewerbsanalyse gehört es auch zu gucken, wo die Mitbewerber überhaupt unterwegs sind. Wenn du also mit deiner kleinen Angelroute auf die hohe Nordsee hinausfährst, wo große Fischschiffe unterwegs sind, vielleicht mit Hecknetzen komplett die Nordsee leerfischen, dann wirst du nicht allzu viel fangen. Auch wenn du an den kleinen See gehst und gar nicht an das Ufer herankommst, weil alles voller Angler vollgestellt ist, dann wird auch dir der Markteintritt nicht allzu leicht letztendlich fallen. Und der dritte Grund, weshalb du dich mit der Mit- oder Wettbewerben sorgfältig auseinandersetzen solltest, ist nämlich die Marktfähigkeit deiner Produkte, deiner Dienstleistung. Wenn das, was du anbietest, entweder völlig überteuert ist oder überholt und veraltet ist, nun dann werden die Kunden mit den Füßen abstimmen und zu deinen Wettbewerbern gehen. Entscheidend ist also hier, dass du einen Vorsprung auch hast und den kannst du nur letztendlich abbilden, wenn du weißt, was da draußen auf dem Markt los ist. Auch dein Marketingziel kannst du erst genau abbilden, wenn du weißt, wie deine Wettbewerber aufgestellt sind. Das Ziel deiner Positionierung, das heißt, in der Zusammenarbeit mit deinem Marketing-Experten sollte sein, dass du 30% besser aufgestellt bist als 90% deiner Mitbewerber. Also auch hier suche sorgfältig, was auf dem Markt los ist und sei vorsichtig, wenn du keinen Mitbewerber hast, denn dann ist es auch fraglich, ob es einen Markt gibt. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, eine Wettbewerbsanalyse zu machen, herauszufinden, wie deine Mitbewerber aufgestellt sind und vor allen Dingen auch deine Positionierung darauf stützend aufzubauen, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link hierzu findest du gleich unter dem Video. Und ansonsten freue ich mich auf ein Wiedersehen an der gleichen Stelle beim sechsten Teil.